Hi Caroline und Robert, wie geht's euch? Aktueller Stand sieht so aus. Ja, ein Kirschbaum, ein Apfelbaum. Ja. Fenster sind schon drin mit elektrischen Rollläden. Elektrik wurde auch fertig gemacht. Die Wände wurden momentan mit Haftgrund bemalt, weil ich muss ja noch 24 Stunden warten. Und momentan sieht die Lage so aus. Küche, alles offen, zu, Elektrik ist ja wie gesagt fertig. Ja, und dann kommen hier komplett Granitplatten hin. Ja, so sieht es momentan aus, unter dem Treppen auch verputzt, hier kommt noch Putz drauf. Richtung Keller auch, ja, Wandleuchten, komplett neue Fenster mit elektrischen Rollläden, Eingangstür kommt am Schluss rein. Momentan sieht es hier so aus mit verputzten Wänden. Ja. Die Toilette habe ich hier rausgerissen. Das wird dann hier sozusagen erstmal Schuhschrank, Kommode halt für die Sachen. Also Heizung komplett, Leitung wurde auch neu verlegt. Die Treppen lasse ich dann schleifen und polieren. Ist ein bisschen kostengünstiger. Ja. Momentan bis zum mittleren Geschoss ist das Putz fertig. Muss noch abwarten, bis es trocknet. Da oben sieht man es halt. In diesem kalten Zustand trocknet es ein bisschen schlecht. Ja, hier auch. Jetzt zeige ich dir mal die Perspektive von oben, wie es nach unten ausschaut. Riesengroßer Grundstück. Sieht viel schöner aus, finde ich. Das war ja der alte Badezimmer. Hier wird ein kleiner Büro, muss auch warten, bis die Wände trocknen. Hier ist dann mein neuer Bad. Ja. Also komplette Wassersystem mit Abwasser etc. etc. ist auch neu. Auf dem Dach habe ich 13 Solarmodule. Dach auch komplett neu. Ja. Schau mal, wie es hier ausschaut. Umbauphase, wenn da noch ein bisschen Farbe drauf kommt, sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt zum Dach. Außenfassade kommt erst im Juni. Da sieht man, ich habe den Dach ein bisschen noch rausgezogen. Ja, das ist der aktuelle Stand, Caroline und mein Robert. Ich danke euch recht herzlich und wenn ich hier mal fertig bin, dann lade ich euch mal zum Grill ein und ich hoffe, ja, die Änderung sieht ihr auch, oder?